So, unsere Smoothies sind fertig. Wildkräuter-Smoothie und Obst-Smoothie. Jawohl. Sie schütten das ein, das ist ja jetzt nur besonders cremig. Ich sag mal, kann man das auch mit einem Standardmixer zu Hause so cremig hinkriegen? Nee, ganz so cremig wird es dann nicht. Da braucht man schon einen Hochleistungsmixer dazu. Also je mehr Umdrehungen der hat, je mehr PS. Je stärker der Motor ist, ja, genau. Desto cremiger wird das Ganze. Ja. Mmh, lecker. Na, sieht doch toll aus. Hey, Herr Teichtmeister, ich habe jetzt da kommt was für das gesunde Sie. Frühstück. Und einen Obstsmoothie nehmen wir uns auch mit rüber. Wollen Sie mal kosten, wie Ihnen das schmeckt? Zum Wohl. Guten Morgen. Zum Wohl, guten Morgen. Ja. Ein, im Grunde genommen ein Unkräuter-Smoothie, ne? Ja, heute nennt man die ja Begleitkräuter. Ja, Unkräuter hat sowas Negatives, ne? Genau, ja. Wow. Das hat sich gewandelt. Da, also mir schmeckt es gut. Mir auch. Wirklich? Ja, sehr gut. Das sagen Sie jetzt nicht nur aus Höflichkeit? Nee, nicht gelogen. Ist wach. Hier. Und es macht genauso wach wie ein Espresso. Ja. Also es wirkt wirklich? Doch, ja, das will ich sehen. Doch, das, mehr trinken Sie mal. Das, wollen Sie mal das Obst es wirkt wirklich richtig gut. Vitalisierend. Vitalisierend. Mhm. Und mit so einem Drink können wir den Tagesbedarf decken an... Na, da müsste Vitamin, ich jetzt genau gucken, wie viel wir von was reinhaben. Okay. Aber wenn man das jetzt über den Tag verteilt, immer wieder mal besser trinkt, oder als Frühstück, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Wir nehmen das zum Frühstück mit an den Frühstückstisch. Okay. Herr Dr. Strauß, herzlichen gut Dank, dass ja, Sie uns Appetit gemacht Ihnen haben auf die Smoothies. Gut, ja, gerne. Mmh. Also gerade jetzt so Richtung überwassen. Ja, zu wach schon. Zu wach schon, siehst du, mit zwei Schlucken, sehr schön.